Hallihallo, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier ein Ladegerät. Hierbei handelt es sich um den iCharger 208B. Das sind Ladegeräte aus China. Sind dementsprechend günstig, haben jedoch relativ gute Leistung. Bei diesem Modell kann man das aus der Modellnummer schließen. Ich weiß gar nicht, kann man das... Ich glaube... Ist das so besser? So kann man es, glaube ich, besser lesen. 208B heißt 20 Ampere, 8 Zellen. Ist hier auch nachzulesen. 20 Ampere und maximal 8 Zellen Lipo. Kann auch alles andere möglich laden. Die Eingangsspannung geht von sagenhaften 4,5 Volt bis 30 oder 36 Volt Eingangsspannung. Also sehr breiten Spannungsbereich, was das Netzteil akzeptiert. Die 350 Watt, die hier stehen, stimmen nicht ganz. Und zwar bezieht sich das nicht auf 350 Watt Ladespannung oder Ladeleistung, sondern auf 350 Watt Eingangsleistung. Weil angeblich soll das Netzteil seine volle Leistung bei ab 18 Volt entfalten und ich habe hier unten ein Schaltnetzteil, welches ich zwischen 17 Volt und 27 Volt regeln kann. Eingestellt ist es auf 25,5 oder 24,5, bin ich mir nicht genau sicher. Denn das Netzteil wird bei 27 Volt von alleine warm, was nicht schön ist. Und darum habe ich es wieder auf 25, 24 Volt runter geregelt. Das untere Industrienetzteil hat eine Leistung von 300 Watt. Entspricht 12,5 Ampere bei 24 Volt. Man kann dieses aber natürlich 10% überlasten. Und damit hat das Netzteil auch keinen Schmerz. Also ich habe es mit dem Oszilloskop nachgemessen und keine Spur von Spannungseinbrüchen oder sonstiges. Auch bei Überlast nicht. Ich würde mal sagen, schalten wir das an. Ich wollte das erst alles im Gehäuse machen, aber dieses VDE-Klebeband hält so gut, dass hier der Schalter, der ist richtig... Kann man sehen, ne? Hier, der ist nur mit einem Klebestreifen und ich kann... Ja, also er hält... Das Isolierband hält sehr gut, deswegen kann man das einfach hier einschalten. Anfassen ist kein Problem, ist geerdet. Und da haben wir jetzt auch schon das Ladegerät im Betriebsmodus. Um das euch zu demonstrieren, werde ich jetzt natürlich kein Lipo laden. Das machen ja alle. Und deshalb habe ich hier zwei... Einziger Nachteil an der Erdung ist, die Erdung übers Gehäuse ist mit an Minus dran vom Industrienetzteil. Sprich, ich darf mit Plus auf keinen Fall hier raufkommen oder wenn Minus am Lipo angeschlossen ist, darf ich mit dem Pol nicht hier draufkommen, weil das halt einen Kurzschluss gibt. Ist ein kleiner Nachteil, muss man ein bisschen aufpassen, ansonsten müsste man das Gehäuse irgendwie lackieren oder so. Wie vielleicht einige wissen, habe ich ja diese 400 Watt 36 Volt Philips Spezial Halogenbirne. Übrigens, mir wurde gesagt, hier von wegen ist für einen Projektor. Dieses Modell ist nicht für den Projektor, aus einem ganz einfachen Grund. Dieses Glas birgt keinen UV-Schutz, was bedeutet, dass die Linse, dass diese Lampe der reinste Tod für Linsen sind, weil UV-Licht bekanntlich Plastik sehr stark angreift. Des Weiteren ist das hier das Modell, was 16.000 Lumen erreicht und auch nur eine Lebensdauer von 50 Stunden hat bei 50% Ausfallrate. Bedeutet wiederum, den Projektor müsste man ständig, wirklich ständig die Lampe tauschen. Und die Projektorlampen haben meistens Betriebsstunden, glaube ich, von 500 Stunden. Und die erreichen nur, ich glaube, 14.000 Lumen oder 12.000 Lumen. Man kann es auch nicht vergleichen. 500 Watt Halogenbirne aus so einer Stabhalogenbirne, aus einem Halogenstrahler ist ein Glimmlicht dagegen. Also wenn die an ist, das ist ja eine andere Welt. Ja, gehen wir mal hier auf den Spezialmodus. Da kann man einmal Motoren testen und einmal Formcut. Hier, das ist dann für Styropor schneiden. Und da stellen wir jetzt einfach mal eine Minute. Die Birne braucht 12 Ampere oder 12,5 Ampere.
Stellen wir einfach mal 15 ein. Ich will euch nämlich was zeigen. Und die Spannung stellen wir natürlich so hoch ein, wie es geht. Die Lampe darf 36 Volt. 20. 30. Und 35 Volt. Mehr geht nicht. Gut. Starten wir das Ganze. Jetzt fährt er den Strom hoch. Lüfter schaltet sich sofort ein. Die Birne beginnt zu leuchten. Wir haben 8 Ampere, 9. Die schnelle Aktualisierungsrate finde ich super. 10 Ampere, es wird warm im Gesicht. Und wie ihr seht, sind wir bei 337 Watt. Mehr geht nicht. Seht ihr. Gemessen 300, exakt, wirklich exakt 350 Watt am Eingang. Ich kann natürlich, könnte jetzt beigehen, hier die Spannung hochdrehen, aber das wird nichts daran ändern. Das Netzteil oder das Ladegerät begrenzt die Eingangsleistung auf 350 Watt, nicht die Ausgangsleistung. Soll jetzt aber nicht heißen, dass es irgendwie schlecht ist oder so, weil 300, wie ihr seht, 330 Watt sind, das ist immer noch enorm. Ich finde das sowieso enorm, dass das das einzige Netzteil, was es schafft, die auf fast Volllast zu betreiben. Und das war's auch schon. Das untere Netzteil ist warm, oder? Ja, leicht warm. Wenn ich die jetzt 2 Minuten laufen lasse, dann schaltet sich hier auch der Lüfter ein, der auch wesentlich lauter ist. Wie laut dieser Lüfter ist, kann ich gleich mal gucken. Bin gleich wieder da.